Ja, moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Real Life Knüppler Folge. Ja, liebe Freunde, heute haben wir Freitag. Richtung Wochenende geht es jetzt. Ja, ich habe noch kein Wochenende, also dreiviertel Stunde brauche ich noch bis zur Firma oder zum Lager. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Lager. Dreiviertel Stunde, dann ist für mich dann auch Feierabend. Ja, wir haben 27 Grad, sehr, sehr schwül. Wird wahrscheinlich auch bald knallen oder beziehungsweise auch regnen und schauen wir mal auf jeden Fall. Ja, der LKW ist wieder in Ordnung, ne? Also da war ja ein großer AdBlue-Klumpen drin, habe ich ja ein Video drüber gemacht, habt ihr ja gesehen, und der ist auf jeden Fall wieder in Ordnung. Jetzt kann er wieder, oder jetzt rollt er wieder, Klimaanlage funktioniert auch, alles paletti. So, ja, was gibt's Neues? Das war auf jeden Fall vorauszusehen, dass es irgendwann kommt. Wir haben jetzt Scanner bekommen, blende ich euch gleich auch mal ein, wie der aussieht. Und das haben die letztes Jahr schon zu uns gesagt, dass dann irgendwann Scanner kommen, ne? Also beziehungsweise dass dieses Jahr die Scanner kommen. Und das ist jetzt auch eingetreten. Jetzt ist das die erste Woche, wo wir mit Scanner arbeiten. Und das stellt für mich auch kein Problem dar, ne? Also ich habe ja auch schon bei vorigen Arbeitgebern schon gearbeitet, also mit Scanner gearbeitet, also 5 Jahre lang habe ich mit Scanner schon gearbeitet. Und da weiß ich, wie das funktioniert, ne? Also sprich, das System ist zwar anders, aber das Grundsystem, sage ich mal, das ist das gleiche. Das Grundprinzip ist das gleiche. Das ist wie im Landwirtschaftssimulator. Im 19er der Season Mod ist ja genau im Grunde genommen, oder das Grundprinzip ist ja das gleiche wie im 17er, nur im 19er ist es ein bisschen schwieriger zu spielen, der Season Mod. Ne? So ist das ja hier auch im Scanner. Ja, unsere Kollegen oder meine Kollegen, die mussten ja Schulung machen, zwei Samstagen, 2 Stunden mussten sie Schulung machen für die Scanner da. Und ich war der Einzige, der bei der Schulung nicht teilgenommen hatte. Der Einzige. Warum? Weil ich eben schon gesagt hatte, ich hatte schon mit dem Ding 5 Jahre beim vorigen Arbeitgeber gearbeitet. Ich brauchte es halt nicht. Ne? Und die Disponenten, die hatten ja schon die erste Schulung gehabt. Also die wussten ja schon vorher, wie das Ding ja funktioniert, weil sie die Schulung ja schon vorher hatten. Und da habe ich zu meinen Disponenten gesagt, hier, ich brauche gar nicht kommen, ich kenne das ganzen Mist, kenne ich ja schon. Wäre für mich Zeitverschwendung. Da sagt er ja, du weißt ja gar nicht, wie man das Ding bedienen muss. Da habe ich ihn, ich konnte ihn genau sagen, was man hier, oder beziehungsweise wie man den Scanner bedienen muss, konnte ich ihn genau sagen. Ja? Auch dann, wo die Schulung noch gar nicht stattgefunden hatte für die Fahrer. Die hatte noch gar nicht stattgefunden, die Schulung. Da konnte ich ihnen schon sagen, wie der Scanner funktioniert. Ne? Und da hat er dann gestaunt, also große Augen gemacht und gesagt, ja, dann brauche ich nicht hinkommen, sag ich. Brauche nicht hinkommen, Zeitverschwendung. Ja? Und so war es ja auch. Ich bin nicht zur Schulung hingegangen. Ja? Und jetzt ist die erste Woche, wo wir mit dem Scanner arbeiten. Und Montag hatte ich frei, Dienstag bin ich zur Arbeit und da habe ich dann das erste Mal den Scanner in der Hand gehabt. Ne? Gut, wir haben ja auch hier so eine Anleitung, ne? Also falls mal Unklarheiten sind unterwegs oder so, haben wir hier auch mal eine Anleitung, ne? Wo wir alles mal nachschlagen können und so weiter. Aber das habe ich bis jetzt nur einmal in Anspruch genommen. Wie gesagt, ich kenne den ganzen Rotz hier, wie das alles funktioniert. Ne? Gut, am Dienstag, das war der erste Tag, wo ich mit dem Scanner gearbeitet habe, da gab es Probleme am ersten Tag, aber das lag am Scanner selber, weil wir kriegen ja immer so eine Rollkarte und auf der Rollkarte stehen ja die ganzen einzelnen Positionen drauf, ne? Also wo Absender, Kunde, wie viel Gewicht und wie viele Paletten und bla 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 und hast dich gesehen. So, und auf der Rollkarte ist ein Barcode und den Barcode müssen wir mit dem Scanner scannen, ne? Also sprich, die Daten von der Rollkarte müssen auf den Scanner übertragen werden. Und das hat er nicht gemacht. Keine Ahnung warum. Ja, da habe ich dann angerufen, ich sage hier so und so, und da hat er irgendwas gemacht, irgendwas rumgefummelt da, also vom Lager aus.
Und das hat eine halbe Stunde gedauert. Ne? Also eine halbe Stunde war auf jeden Fall weg. Ne? Also das ist der Nachteil bei so einer Geschichte. Ne? Wenn ein neues System kommt, dann muss man auch damit rechnen, dass es auch manchmal, man muss damit rechnen, dass es von heute auf morgen nicht funktioniert. Ne? Also, oder nicht reibungslos funktioniert. Da muss man halt mit rechnen. Ja, und halbe Stunde hat das gedauert. Ne? Also das war eine halbe Stunde in Wind geschossen. Ne? Also das ist scheiße gelaufen. Ne? Und den Mittwoch war alles okay, gestern war auch alles okay. Heute hatte ich auch Probleme. Aber das lag nicht am Scanner, sondern eine Ware war kaputt gewesen. Also so ein Karton war kaputt. Und die Palette wollten sie nicht annehmen. Und da habe ich gedacht, okay, alles klar, die Palette muss ich abscannen, ne, ganz normal. Und dann muss man auch dementsprechend alles eintragen, wie viele Paletten zurückgehen, dann die Artikelnummer eintragen, was kaputt ist, ne, wie viele Kartons kaputt sind oder so weiter. Dann nochmal drei Fotos machen, einmal vom Label selber, ne, also das Label, was ich immer abscanne, muss ich Foto machen. Dann von der Palette als Ganzes nochmal ein Foto machen und dann nochmal den Karton extra nochmal ein Foto machen, also der Karton, der beschädigt ist. Ne? Ja, und das habe ich dann alles gemacht, ne? Ohne dass ich hier großartig hier nachgeguckt habe. Ne? Also wie gesagt, ich kenne das Ganze schon. Ne? Ich brauche den ganzen Mist ja gar nicht. Oder beziehungsweise ich brauchte die Schulung gar nicht. Ne? Also das von daher. Anders sieht es natürlich vorher bei den Kollegen aus. Ne? Also die haben ja richtig Probleme gehabt. Ne? Weil für die war das ja auch alles neu, sage ich mal. Ne? Und Schulung, also Theorie und Praxis sind ja zwei paar verschiedene Schuhe. Ne? Also das, also Theorie ist eine Sache für sich und Praxis auch. Ne? Und wenn man jetzt die Theorie verstanden hat, ja, dann heißt es noch lange nicht, dass es in der Praxis auch reibungslos funktioniert. Ne? Und das war auch bei vielen der Fall gewesen. Ne? Ja. Und richtig beschissen lief es Montag und Dienstag. Hat Chef mir gesagt oder hat er mir erzählt, da lief es richtig beschissen. Die ganze Ware, die rausgegangen ist, die Hälfte der Ware kam wieder zurück. Ne? Die Hälfte der Ware kam wieder zurück. So, da waren es auf jeden Fall aus zwei Gründen. Erstens haben die Fahrer mehr Zeit mit dem Scanner verbracht. Ja, also dann hat das nicht funktioniert, das nicht funktioniert, jenes nicht funktioniert und da nochmal anrufen und da musst du da nochmal anrufen und hin und her. Ja, dann haben sie mehr Zeit mit dem Scanner haben sie mehr Zeit mit dem Scanner verbracht, als die ausliefern konnten. Und manche, oder gut, zwei oder drei Stück waren dabei, die haben dann auch zwar ausgeliefert, ja, alles gescannt und so weiter, aber die Ware, also die Hälfte der Ware oder fast die Hälfte der Ware ist wieder zurückgekommen. Die Ware blieb beim Kunden, also sprich, die haben alles abgescannt, alles normal, aber die Hälfte der Ware ist wieder zurückgekommen, also sprich, hier im System zurückgekommen. Ne? Also die Ware blieb beim Kunden, ja, aber im System, laut System ist die Ware zurückgekommen. Oh, was ein Theater, ne? Also ich sag's euch, also das ist, aber das ist der Vorteil, wenn man schon mal mit dem Scanner gearbeitet hat. Das ist der große Vorteil. Ne? Also wie gesagt, ich habe das Glück gehabt, dass ich beim vorigen Arbeitgeber, also bei Rewe habe ich ja gearbeitet, ich habe das Glück gehabt, dass ich da schon mit dem Scanner arbeiten durfte. Ne? Und im Gegensatz zu Rewe ist das hier Pillepalle. Das ist richtig Pillepalle. Ne? Also für mich jedenfalls. Ne? Also wie gesagt, den anderen geht es natürlich anders, weil die noch nie mit dem Scanner gearbeitet haben. Ne? Deswegen, also für mich ist das kein Problem. Ne? Ja, so sieht der Scanner aus. Ich blende das mal euch ein. Und so sieht er von vorne aus. Ganz normales Ding. Ne? Also die Dinger werden auch immer kleiner. Beim vorigen Arbeitgeber
war der Scanner viel größer. Ne? War größer auf jeden Fall beim vorigen Arbeitgeber. Und hier ist nicht mehr so allzu groß. Ne? Ich glaube bei der Post oder bei DHL, da haben sie noch kleinere Dinger, glaube ich. Und so sieht der Scanner aus. Und auf der Rückseite ist nochmal eine Kamera verbaut, ne? So dass wir dann auch dementsprechend Fotos machen können. Ne? Tastatur hat das Teil auch. So dass wir dann was eingeben müssen, ne? Wenn wir jetzt, sag ich mal, Artikelnummer oder irgendwas so eingeben müssen oder so, ne? Brauchen wir ja auch eine Tastatur. Und da haben wir dann an der Seite so einen Stift. Ne? Können wir natürlich auch mit Hände, mit Finger bedienen, aber wenn man jetzt, sag ich mal, so die Tastatur zum Vorschein kommt, die ist ja so klein, da braucht man auf jeden Fall den Stift dazu. Also so sieht der Scanner aus. Dann haben wir hier dementsprechend noch ein Ladegerät dazu, ne, dass wir dann halt unterwegs das Gerät laden können. Ne, und ist nichts Weltbewegendes. Ne. Also wie gesagt, ganz normaler Scanner. Ne, und ich habe da keine Probleme mit. Ne. Ja, Abholaufträge kriegen wir auch immer rein. Ne, also einmal die Zustellaufträge und einmal die Abholaufträge. Ja, beim Abholer muss ich dann eingeben oder beziehungsweise vorher schon eingeben, zu welcher Uhrzeit ich ungefähr da bin. Dann muss ich eingeben, wie viele Stellplätze ich frei habe. Und wenn ich beim Kunden bin, muss ich auch nochmal bestätigen, wenn ich da bin. Und wenn ich geladen habe, muss ich dementsprechend dann die Paletten eintragen, wie viele Paletten ich geladen habe, wie viele Stellplätze ich noch frei habe und so weiter und so fort. Und an für sich ist das ja eine gute Sache. Ja, also sprich für den Kunden ist das eine gute Sache. Ne? Da kann der Kunde dann dementsprechend immer gut zurückverfolgen oder nachverfolgen, was mit seiner Sendung ist. Ja? Das ist genauso, als wenn ihr jetzt, sag ich mal, einen Brief oder ein Paket per Post oder DHL oder sowas verschickt. Ja? Da könnt ihr ja auch nachverfolgen, wo eure Sendung sich befindet. Also gibt da einfach die Sendungsnummer ein. Dann seht ihr dann schon, ob die Ware zugestellt ist, ja, oder ob die noch unterwegs ist oder ob die Ware Annahme verweigert ist oder so weit oder wenn was beschädigt ist oder so. Das seht ihr ja alles da. Ne? Und genauso ist das ja hier auch. Ne? Wie gesagt, das ist für den Kunden ist das auf jeden Fall besser, sag ich mal. Also besser nachvollziehbar. Ne? Also wie gesagt. Also ich habe da keine Probleme mit und mal gucken. Also diese Woche lief es nicht gut. Ne? Also gut, jetzt merkt man schon mit der Zeit, dass es ein bisschen besser wird. Ne? Also klar, wie gesagt, das ist ein neues System. Ne? Da muss man auch erstmal klarkommen mit. Ne? Das dauert halt eine Weile. Ja? Aber Probleme sind auch vorprogrammiert. Ja? Aber dass es solche große Probleme sind, da hätte ich auch nicht mit gerechnet. Also das ist Wahnsinn. Ne? Also, ja. Aber wie gesagt, ich hatte das Glück, dass ich beim vorigen Arbeitgeber schon mit Scanner arbeiten durfte. Und deswegen habe ich hier keine Probleme und deswegen brauche ich auch nicht die Schulung. Ja, ne? Deswegen. Ja, gut, das war es erstmal hier von meiner Seite hier vom aktuellen Vlog. LS19 kommt dann demnächst auch. Da habe ich was Dringendes fast vergessen. Was es ist, das seht ihr dann in der nächsten Klüpperfolge im LS19. Ne? Und ich fahre jetzt erstmal den Rest hier Richtung Lager. Ich hab's jetzt nicht mehr so weit. Abladen, Papiere machen, Scanner fertig machen und dementsprechend dann nach Hause. Ne? Ja, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag, Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr zugeschaut habt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Knüppler-Folge im LS19 wieder. Ne? Habt euch wohl, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!